Gottes Gnaden, wir, Friedrich II., souveräner Landgraf von Hessen-Kassel, Fürst zu Hersfeld, Fritzlar, Graf zu Katzenellenbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda und Schaumburg, erheben hiermit Gottfried Hainau in den erblichen Adelsstand und übergeben ihm die Ländereien um Hainau nebst dem Schwalmtal zwischen unseren Städten Ziegenhain und Treisa als Baronie. Wir gewähren ihm Besserung seines Wappens und das Recht zur Führung der siebenzackigen Krone, gegeben zu Kassel im Jahre 1775 am 25. November. Etc., etc. Baron von Hainau, es gibt nun keinen Herrn mehr zwischen euch und mir, dem ihr dienen müsstet. Ihr seid nur noch mir zu Dienst verpflichtet. Mir, dem gottgewollten Souverän dieses Landes. Und Souveränität bedeutet mir das Recht über Leben und Tod meiner Untertanen. So wie es in der wahren, der ursprünglichen Familie der Vater des Hauses über seine Söhne und Töchter hat. Ihr schwört mir allzeit treu zu dienen. Ich schwöre. Sie brauchen es noch schließen. Ich habe Brief aus London. Was ich seit Jahren prophezeit, ist eingetreten. In den britischen Kolonien in Amerika hat es einen Aufstand gegeben. Das war zu erwarten? Natürlich war das zu erwarten. Wenn sich ein Souverän seiner Machtvollkommenheit begibt, wie der König von England, und abhängig wird von seinem Parlament und der sogenannten öffentlichen Meinung, dann ist das zu erwarten, Herr Minister. Ich werde in meinem Land schalten und walten nach meinem Ermessen. Ich erwarte Sie heute Abend zur Tafel mit Ihrer Frau, Baron von Hainau.